Servus, meine lieben Profis, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. Beim letzten Mal habe ich mich ein bisschen dämlich mit dem Tor angestellt. Dann habe ich das Spiel gestartet, weil ich dachte, okay, ich habe jetzt, ich gucke mir das Ganze nochmal an. Und bin halt auf der anderen Seite vom Fluss und sehe gerade, wenn ich auf die Karte gucke, dass ich gar nicht durch das Tor musste. Ich hätte halt wirklich einfach nur hier über den Fluss gehen müssen. Da hinten ist das Tor. Ja, alles ein bisschen kurios. Aber gut. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zu der Aufgabe, wo wir beim letzten Mal hin wollten. Ups, nicht absteigen hier. Hep, hep. So. Und schauen wir mal, was passiert. Was das hier für eine schöne Aufgabe ist. Ach, hier rein. Ezio. La Volpe, ich bin überrascht, euch zu sehen. Und was treibt euch vor meiner Haustür? Wartet, ich kenne die Antwort. So wie immer. Ihr wollt meine Spione einsetzen. Dann helft mir. Um Machiavelli zu helfen? Nein, danke. Dieser Mann verrät unseren Orden. Ein ernster Vorwurf und das von einem Dieb. Habt ihr Beweise? Er war Botschafter am Hof des Papstes und ist als persönlicher Gast von Cesare gereist. Ich weiß auch, dass er euch kurz vor dem Angriff auf die Villa verließ. Machiavelli mag nicht allen gefallen, aber er ist Assassine. Kein Verräter. Mich überzeugt das nicht. Ah. In diesem Moment trifft er jemandem im Trastevere. Wollt ihr mich begleiten? Ich folge euch. Dann würde ich sagen, folgen wir den offensichtlich. Jetzt einfach so ablehnen. Nö, mache ich doch nicht. Warte mal. Wo ist denn der jetzt hingelaufen? Jetzt müssen wir wieder rein in die Stadt. Faszinierend. Komm mal her, Pferdchen. Auch dich. Und jetzt zeige ich euch mal den ganz einfachen Weg in die Stadt, den ich auch hätte viel früher nehmen können. Das ist gar nicht so schwer. Kann doch bestimmt sogar mit dem Pferd hier drüber, oder? Nee, okay, doch nicht. Pferdchen ist wasserscheu. Ich hätte gedacht, das Pferd kann jetzt auch so assassinenmäßig hier rüberspringen. So, den Weg hätte ich auch früher haben können. Aber ich wollte es mir ja unnötig kompliziert machen und durch das Tor. Oh Mann, oh Mann. Muss ich? Muss ich nach ganz oben? Aha. Hab's doch gewusst. Hallo. Und was haltet ihr davon? Mein Sohn Claudio wurde verletzt. Sie werden ihn erschießen. Die erledige ich. Los, holt euch die anderen. Was? Na? So. Okay, der Sohn darf nicht sterben, das ist natürlich schlecht. Qualen werden endlos sein.
Ich weiß jetzt nicht, ob das so praktisch ist, wenn die mit dieser Mini-Armbrust versuchen, irgendwie... Was? Okay, ich dachte gerade kurz schon. Die werden mich töten. Passt gut auf, tut, was ich tue. Das wundert mich, sterben erstmal Zivilisten töten. Ja, aber ich trinke jetzt erstmal auf dich. Super, Skull. Noch ein bisschen sehr heiß, aber es wird. Okay, dann kommen wir mit. Kommen wir mit, Kleiner. Da hinten haben wir Wachen. Da haben wir Wachen. Kannst du klettern oder ist dein Arm zu kaputt dafür? Klettern kann er nicht. Sag mal, was kannst du eigentlich? Einfach kackendreist an den Wachen vorbeigehen. Hat funktioniert. Hat sogar richtig gut funktioniert. Das ist der Weg. Schön. Gefällt mir. Finde ich gut, dass das funktioniert hat. Claudio. Molte grazie, Messere. Taucht eine Weile unter. Intesi? Die Wachen suchen nach euch. Es hängen schon Steckbriefe. Dann reißt sie ab. Oder steckt den Herolden ein paar Florin zu, damit sie schweigen. Ich könnte auch Zeugen eliminieren. Ihr wisst, wie man untertaucht. Das kennen wir aus Assassin's Creed 2 schon. Wie wir jetzt wieder anonym werden, das kennen wir alles schon. Warte mal, hier unten müsste irgendwo ein Zettel gewesen sein, oder? Nö, doch nicht. Irgendwo hier müsste aber ein Steckbrief gewesen sein oder sowas. Oder was ist das für ein Zeichen? Nicht sicher. Finde ich gerade nicht tatsächlich. Warum passiert das immer mir? Gute Frage. Zur falschen Zeit am falschen Ort? Kann ich mit dem Adlerauge sowas sehen? Also eigentlich schon, oder? Ich bin mir irgendwie ziemlich... Der ist geflüchtet und da hinten kommen Wachen um die Ecke. Bin mir ziemlich sicher, dass diese komischen... Ja, das ist natürlich eine schöne Sache, sich hier mal hinzusetzen und auszuruhen, oder haben wir gar keine Zeit für Ezio? Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Steckbriefe waren, diese Dingenskirchen hier, diese... Guck mal kurz auf der Karte. Haben mir die Dinger doch auch angezeigt. Sowas hier. Steckbrief, sag ich doch. Ich wollte es doch gerade sagen. So, markieren. Okay, die Wache hat mich verloren. Da hinten kommen allerdings schon wieder Wachen an. Die warte ich jetzt mal eben ab.
kannst jetzt Ezio nicht lesen, dann brauchst du keinen Steckbrief. Oh wow, sag mir nicht, das Ding ist da oben auf dieser Plattform. Doch, okay, die sind auch besser versteckt als im letzten Teil, muss man sagen. So, anonym. Das wollten wir noch haben. Okay, die sind auf jeden Fall besser versteckt als früher. Also im zweiten Teil waren die sehr, sehr offensichtlich, die Steckbriefe. Ezio kann schwimmen? Gut, er kann schwimmen. War mir gerade nicht sicher. War mir gerade ganz kurz nicht so sicher. Alter, hier konnte nicht schwimmen, im ersten Teil. So war das. Nehmen wir das Pferd. Das steht hier gerade so rum. Und dann können wir die Quest auch abgeben. Ich könnte, da ich ja ein bisschen Geld habe, die Tage, also die Tage, irgendwann jetzt bald mal nachgucken, zwecks besserer Rüstung oder besseren Waffen. Was war das für eine Nacht? Wolpe, hört mich an. Der Schein trügt. Ihr habt von Machiavelli nichts zu befürchten. Dessen bin ich sicher. Ich habe euch für Claudios Rettung zu danken. Wenn ihr sagt, Machiavelli sei unserem Orden treu, glaube ich euch. Also, was ist mit den Dieben? Wir wollten dieses alte Gemäuer reparieren, aber nun, da wir zusammenarbeiten, würde ich gerne wissen, was ihr denkt. Wir müssen vor allem die Borgia fernhalten. Vielleicht als Taverne getarnt. Ja, das gefällt mir. Dann soll es so sein. Ezio hat tatsächlich alle 10 Finger. Ezio hat, also im zweiten Teil, wo wir den Bauplan für die versteckte Klinge gefunden haben, nenn es jetzt mal so, bevor ich jetzt mal weitermache, erkläre ich das mal eben kurz. Ne, Alter, hier. Ah ja, stimmt, Alter, hier, der hatte nur an der rechten Hand. Aber Ezio, da hatte Leonardo ja den Bauplan der Klinge etwas überarbeitet und verbessert, so dass man den Finger nicht mehr trennen muss. Also, dass man den Finger dran lassen kann. Ja, da gab es ja diesen Witz von wegen, ja, da musst du den Finger ab, und dann hat Ezio den ja dahin gehalten und er nimmt ja dieses Hackebeil da und haut das einfach nur in den Tisch, um ihn zu verarschen. Genau, der hatte Ezio erst verarscht. Ich fand die Szene super. Ich finde es ein bisschen seltsam. Soweit ich das mitgekriegt habe von Miss Dutem, ist wohl in den anderen Assassin's Creed Teilen, die halt ohne Ezio sind, das tatsächlich wieder so, dass man halt den Finger abhaben muss. Also scheint ja irgendwie diese überarbeitete Version von Leonardo irgendwie mit Ezio zusammen ins Grab gegangen zu sein. Die scheint ja dann wohl irgendwie verschütt gegangen zu sein. Maybe als treue Spur. Ja, aber soweit ich das weiß, also das habe ich jetzt nur gehört von ihr, dass man das tatsächlich sogar nochmal erklärt kriegt, weswegen der Finger da weg ist. Ich weiß es selber nicht, ich bin sehr gespannt auf die Teile. Naja, und wenn der Finger halt wirklich in Zukunft wieder ab muss, wegen der Klinge, dann scheint er tatsächlich die verbesserte Version irgendwie verloren gegangen zu sein. Also als Treueschwur könnte ich mir das gut vorstellen. Das ist ja genauso wie viele andere Organisationen, Clans und so weiter, Tattoos und sowas haben, die man halt dementsprechend nicht einfach so wieder wegkriegt und sich somit quasi gebrandmarkt hat. Mehr oder weniger bei sowas. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, sehr gern. Willkommen, Ezio, im La Volpe Addormentata. Die Taverne ist perfekt. Niemand wird ihren wahren Zweck erraten. Von hier leiten wir die Gilde. Besucht mich, wann immer ihr wollt. Vielleicht gibt es Aufträge zu erledigen, die unserer Sache in der Stadt dienen. Vielleicht. Ich sehe, ihr Diebe liegt im Wettstreit. Ihr könnt teilnehmen, wenn ihr wollt. Vielleicht könnt ihr ihnen noch etwas beibringen. Vielleicht. Oh ja, ich vergaß.
Wir haben auch Glücksspiel. Eine sehr gute Einkommensquelle, denn wir sorgen dafür, dass die Borgia-Wachen immer verlieren. Eine Sache noch. Eure Spione müssen den Apfel finden. Er wurde mir entwendet. Wir suchen bereits die Stadt danach ab. Molto bene. Kommt zur Isola Tiberina, wenn ihr ihn findet. Werde ich. Schöne Sache. Das gefällt mir. Aber ich würde jetzt mal was gucken. Das haben wir. Da würde ich jetzt noch reingehen wollen und dann hier rüber. Also ich würde jetzt tatsächlich eigentlich gucken, dass ich hier so ein bisschen die Sachen so abarbeite, die so auf dem Weg liegen, um nach hierhin zu kommen. Dass wir das einfach so mitnehmen. Rom zu 4% wieder aufgebaut. Bezirk Antico zu 1%. Gehen wir mal als erstes dahin. Ich wette, das wird wieder so ein Tempel im Untergrund sein, wie beim letzten Mal Neros Hallen. Huch. Nur 4%. Also Rom zu 4% aufgebaut. Ja, das Spiel selber haben wir. Fortsetzen. DNA war das, glaube ich. Sind wir bei 15,34. Storytechnisch. Huch. Nein, alles gut, alles gut, alles gut. Lass mich wieder zurück. Ich wollte die Taste drücken. Oh, dann gehen wir mal darüber. Mal gucken, was wir da Schönes finden. Hi, hi! Andiamo! Mit dem? Oh, das sieht cool aus. Und hier geht's offensichtlich runter. Wir werden uns wieder dermaßen dämlich anstellen, aber das ist okay. Wenn man sowas schon bereitwillig auf der Karte sieht, dann nehme ich das auch ganz gerne mit. Komischer Eingang. Wölfe unter den Toten. Ich dachte gerade, da hängt noch Fleisch dran, aber das sind nur so Klamottenfetzen. Jetzt bin ich gespannt, ob das ein Rätsel ist oder was das hier wird. In Assassin's Creed 2 hatten wir auch ähnliche Sachen, bloß mal waren das einfach Rätsel, mal waren das, dass man halt Gegner eliminieren musste. Ich bin mal gespannt, was es diesmal ist. Beim letzten Mal hatten wir so einen Rätselraum mehr oder weniger. Yep, hier rüber. Nee, einfach nur hier längs. Egal, eine Schatztruhe nehme ich trotzdem. Hat sich auch gelohnt. Vorstellen, dass das jetzt so labyrinthähnlich wird, ne? Da geht's nirgendwo her. Hier auch nicht. Aber ich habe nochmal eine Schatztruhe. Nehmen wir natürlich dann mit. Was sollen Romulus und Remus darüber denken? Gute Frage. Haben wir eine Karte von dem Gemäuer? Karte nicht verfügbar. Okay. Das wird also tatsächlich so ein bisschen rätselmäßig werden. Oder labyrinthähnlich, sage ich jetzt mal. Von hier kam ich.
Ja, genau, hier war ich. Hier war ich auch. Da geht's nirgendwo her. Hab ich mich jetzt schon verlaufen? Schön. Gut, dass wir noch drüber geredet haben. Einen habe ich für Neko, bitte. Ne, hier war ich noch nicht. Das kommt mir unbekannt vor. Hier war ich noch nicht. Checkpoint erreicht. Hier rüber. Okay. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er da so schräg rüberspringt, aber ist okay, okay. Akzeptieren wir erstmal. Wieso habe ich eigentlich gerade wieder volle Leben? Habe ich irgendwas mitgenommen? Soll ich in die Richtung gehen oder nicht? Ich bin ja bei labyrinthähnlichen Sachen eigentlich immer ein Fan davon, an einer Wand entlang zu gehen, um irgendwie den Ausgang zu finden. Also immer sei es mal mit der Hand an die rechte Wand. Und somit quasi einmal das Ganze abzulaufen. So müsste man früher oder später immer irgendwie den Ausgang finden. Müsste. Ist eigentlich so ein simpler Anfängertrick zwecks Labyrinthe lösen. Aber jetzt gerade habe ich mich ein bisschen verleiten lassen und bin ihm hinterher, den ich da gesehen habe. Scheint aber auch nicht ganz so falsch gewesen zu sein, wenn ich ehrlich bin. Okay, hier geht's nicht rein. Ich werde wahrscheinlich nicht alle Schatzkisten finden. Aber das ist jetzt auch nicht so schlimm. Nehm mit, was ich kriegen kann. Und hergeben tue ich sowieso nichts. Zack, zack, zack. So. Sieht tief aus. Aber an der Stelle würde ich die Folge mal eben beenden. Ich sehe schon, wir haben wieder über 20 Minuten drüber. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Videobeschreibung abchecken, dort findet ihr alle Links zu Social Medias, unter anderem auch Twitch. Dort könnt ihr live dabei sein und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß mit den Videos. Euer NekoTube. Cheerio!